Little Sona und heute kommen wir wieder zurück zu einem Tutorial und zwar heute zeige ich euch, wie man diese Form schön einmal Handschuhe macht von Gna und die Schuhe dazu. Ich hoffe euch, ihr habt lernt auch ein bisschen was dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und let's begin! Zuerst brauchen wir eine Vorlage unseres Handschuhs, die wir zuvor aufgezeichnet haben. Die schneiden wir nun jetzt mit unserer Schere erst einmal aus. Wenn wir den Handschuh nun einmal ausgeschnitten haben, legen wir ihn auf unseren oranges Kunstfell. Das Ganze müsst ihr viermal aufzeichnen. Vergesst dabei nicht, da es Handschuhe sind, nicht alle gleichzeitig in die gleiche Richtung zu zeichnen, sondern den Handschuh einmal rechts und einmal links aufzuzeichnen und nicht vergessen, in Fellrichtung aufzuzeichnen. Also die Fellrichtung muss nach oben gehen, anstatt nach unten, damit wir nicht vier gleiche Formen haben. Das war ja Quatsch. Deshalb einmal rechts und einmal links, damit wir zwei verschiedene Handschuhhälften haben. Besser wäre es, wenn die Fellrichtung nach unten geht. Das kann man dann besser zurechtschneiden, als wenn die Fellrichtung nach oben geht. Hier habe ich es aber jetzt andersrum gemacht, aber mein Tipp wäre, wenn es ihr besser nach unten macht. Also in Richtung der Finger, nicht in Richtung des Arms sozusagen. Wenn ihr damit jetzt nun fertig seid, wird der ganze Handschuh viermal jetzt ausgeschnitten. Hierbei zu beachten ist, dass ihr nicht mit der Schere das ganze Fell schneidet, sondern nur oben die Gage, sodass das Fell nicht abgeschnitten aussieht. So sieht jetzt nun der eine fertige Handschuh fertig geschnitten aus. Das macht ihr nun mit den anderen auch. Wenn wir nun unsere fertigen Handschuhe nun ausgeschnitten haben, müssen wir diese nur noch zusammennähen. Dabei dreht ihr die Handschuhe so um, dass das Fell nach innen ist und näht nun alles mit Hand und Nadel und Faden alles schön zusammen.
Wenn wir nun alles schön zusammengenäht haben, wird der Handschuh komplett einmal rumgedreht. Hierbei habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe ihn wieder zu früh umgedreht. Lasst ihn lieber noch umgedreht, da wir ja noch die Krallen ankleben müssen. Und das wäre praktischer, wenn wir das dann so lassen. Jetzt kommen wir zu den Ballen der Hand, des Handschuhs. Dazu benehme ich einen lederartigen Stoff, da der Ballen etwas glänzen soll, und zeichne mit meiner Handkreide die Ballen einzeln auf. Danach werden sie Stück für Stück ausgeschnitten. Ihr könnt euch aussuchen, wie die Ballen aussehen können. Sie können groß, sie können klein sein. Da ihr aber nur kleine Handschuhe habt, würde ich empfehlen, die oberen Fingerballen klein zu halten, aber den unteren Ballen zum Beispiel etwas größer zu zeichnen als ich und halt ein bisschen formschöner. Also ihr könnt halt, wie gesagt, aussuchen, wie eure Ballen aussehen, bevor ihr sie dann ausschneidet. Wenn wir nun die Handballen ausgeschnitten haben, ist es ganz wichtig, das Fell vorher etwas kurz zu schneiden an den Stellen, wo der Handballen hin soll, da das dann etwas besser aussieht. Am besten wäre aber noch, wenn ihr vorne ab dem Bereich der Hand das Fell etwas kürzt, da es besser aussieht, wenn das Fell vorne kürzer ist als am Handgelenk. Ich hatte leider etwas doofes Fell, deshalb konnte ich meine Handschuhe nicht richtig kürzen. Ihr könnt das mit einer Schere machen, aber zu empfehlen wäre es besser, das Fell mit einem Trimmer zu kürzen, da dies schöner aussieht. Wenn ihr danach das Fell gekürzt habt, kleben wir nun die Handballen auf den vorgesehenen Platz. Ich habe sie angeklebt, besser wäre, wenn ihr sie festnähen würdet, bevor ihr den Handschuh zusammennäht. Aber das zeige ich euch in einem anderen Tutorial nochmal, wie das besser funktioniert. So sieht das jetzt fertig angeklebt aus und fertig zurechtgeschnitten. Jetzt drehe ich den Handschuh nochmal um, weil ja jetzt die Krallen dran kommen. Jetzt kommen die Krallen dran. Diese machen wir aus Fimo. Das ist das bessere Material, um Krallen herzustellen. Dazu nehme ich ein Cuttermesser, schneide mir dementsprechend ein kleines Stück Fimo aus und forme daraus dann die Krallen.
So sehen jetzt unsere fertig geformten Krallen aus. Diese müsst ihr nun bei 110 Grad Celsius bei vorgeheizten Ofen 30 Minuten backen. Wenn unsere Fimo-Krallen fertig gebacken haben, werden sie nun in die Handschuhe eingesetzt. Dazu schneidet ihr einfach einen kleinen Schlitz in die Handschuhe, aber nicht so wie ich das mache, sondern oben ein kleines Stück lieber abschneiden und dann mit der Heißklebepistole festkleben. So sieht jetzt nun der fertige Handschuh komplett fertig aus mit den Krallen dran. Das Ganze müsst ihr nun noch auch auf der anderen Seite mit dem anderen Handschuh machen. Weiter geht es nun mit den Schuhen für Gnab. Dazu habe ich ein paar alte Hausschuhe benutzt. Ihr könnt auch alte Schuhe benutzen. Ich habe Hausschuhe benutzt, wo ich jetzt die Bommeln von den Hausschuhen abschneide. Nun nehmen wir wieder Stoff und legen ihn so wie hier auf den Hausschuh drauf. Den Stoff kleben wir nun mit unserer Heißklebepistole so fest und schneiden dann den Rest ab. Oben machen wir das nun mit dem grünen Stoff auch noch so, sodass wir eine 5 cm oder sogar längere grüne Borte ausschneiden, die wir dann einmal rumlegen und so auch festkleben. Wenn wir nun alles erstmal festgeklebt haben, werden die Stellen, die jetzt noch zu sehen sind, mit Nadel und Faden sauber vernäht.
Dann ist der Schuh auch soweit fertig. Ihr könnt oben den Schuh noch etwas verlängern, das sieht dann noch etwas besser aus. So, das war jetzt mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr hattet Spaß dabei. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Tutorial oder Vlog oder sonst was. Und bis dahin sage ich Tschüss und danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss!